So, und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Mario Maker. Wir haben vor allem einen Ninchi Speedrun vor uns. Deswegen nehme ich gerade wieder auf und dann gucken wir halt einfach mal, was seitdem sich alles getan hat. Ja, wir haben ja ein bisschen SMW gespielt die letzte Zeit. Und das ist auch schön, das will ich auch beibehalten. Aber ab und zu müssen wir auch mal wieder zu Mario Maker gehen. Denn wie gesagt, gerade die Ninchi Speedruns möchte ich schon mitnehmen. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, einen neuen. Ich weiß nur, dass es einen neuen gibt. Ich weiß noch nicht, wozu der gehört. Aber wir werden es gleich sehen. Jetzt kommst du mit den neuen Mitteilungen. Ja, dann teil mir mal mit, dass ein neuer Ninchi Speedrun da ist, während ich es schon offen habe. So, das hier wollte ich, interessiert mich weniger. Das hier ist aber relativ interessant. Achso, das haben wir schon gesehen, ja. Das hat es nur noch nicht aktualisiert, okay. Und das ist der Ninchi Speedrun. Riesenkugel will ich klippen. Das klingt ja spannend. Oh, ist das in SMW? Das ist in SMW. Das passt ja. Wir spielen ja gerade SMW. Und jetzt werde ich sie überhaupt nicht mehr können, weil das hier komplett anders ist als Hex. Okay, aber wir müssen ja erstmal erkunden. Oh, okay. Ah, das heißt, der Anfang ist einfach nur so ein kleiner Intro-Raum. Okay. Okay, hier geht's nicht runter. Dann muss ich hier hoch irgendwie. Oh Gott, es ist so schwer für... Oh, man merkt richtig, wenn man SMW gespielt hat, wie nicht SMW Mario Maker ist. Holy moly. Eieieiei. Es ist so anders einfach wieder. Oh Gott. Okay, dann geht's hier irgendwie hoch. Also da oder da drüben oder überall. Aua. Ach du. Da muss man bestimmt mit Millionen Kanonen kombinieren. Irgendwas, bis das funktioniert. Ach du grüne Neune. Oh, hier gibt's neuen Pilz. Das soll ich gleich speedrunnen. Das wird ja lustig. Da gibt es wieder einen neuen Pilz, okay. Da gibt es hier zwei Wege. Ach so. Oder auch einen Weg nur. Und dann geht man hier. Uah, hier hoch. Und da ist eine Röhre. Uiuiui, wie lang ist das Level? Noch ein Abschnitt. Hilfe, Hilfe. Ah, da ist das Ziel. Okay. Uff. Uff. Da ist es. Ich hoffe übrigens, tontechnisch passt alles. Es ist natürlich jetzt wieder eine Umstellung. Von einer Desktop-Aufnahme auf die Switch-Aufnahme muss ich immer alles umstellen. Ha ja! Man schafft es also theoretisch in 25 Sekunden. Ja, klar! Aber nach vorne kommen wir auf jeden Fall. Also hier kommen wir natürlich dann relativ schnell durch. Zack, das läuft also schon mal. So. Dann, ich werde mir garantiert keinen Power-Up holen. Will ich da links oder rechts? Also der Anfang ist klar, aber dann links oder rechts? Es schien mir fast, dass links die bessere Idee ist. Wenn ich mir das so angucke, hier, zack, zack, ai. Okay. So nicht. So, aber das funktioniert schon mal ganz gut. 2, 6, 3, 3 hier durch, okay. Aber das geht... Mit einem Sprung kommt man da gar nicht hoch. Okay. Oh boy. Aber ich könnte dann hier... Dann könnte ich hier hoch. Okay. Dann könnte ich über die Dinger... Und über die Dinger... Wow. Oder über das Ding. Dann kann ich hier rein. Jetzt sind wir doch schon fast oben, oder? Wow. Okay, da muss ich auf jeden Fall schneller als die Kugel durch. Okay, jetzt kommen wir mit 37 ins Ziel. Ungefähr. Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, fast. Sogar unter 37. Okay. Und das war ja noch viel zu langsam. Also, da geht noch einiges. Da geht noch einiges raus. Aber wir sind schon mal in der Mitte. Das ist schon mal gut. Da geht noch einiges raus. Also, der Anfang ist klar. Bisschen besser sogar jetzt hier durchgekommen.
Aber das hier... Will ich da mit der Kugel... Ah, da bin ich mir unschlüssig. Ah, das ist... Da wird man so schön schnell beschossen. Das ist nicht gut. Das ist eine riskante Stelle. Ah, das schafft man nicht. Nee, man muss... Wahrscheinlich möglichst schnell rüber und zurück. Oder keine Ahnung. Mach ich das? Komme ich da echt nicht mit einem Schwung hoch? Nee, komme ich nicht. Ah, ist das ja doof. Hm. Das ist ja blöd. Aber wenn ich warte... ich weiß nicht, ob das schnell, jetzt schnell war. Und dann hier... Also da auf jeden Fall hier hoch. Das erscheint mir... Oh Gott, und dann nehme ich den mit. Okay, das erscheint mir recht schnell. So. Aber hier bin ich wahrscheinlich schneller, wenn ich das mache. Eigentlich nicht. Ich bin mit der Kugel schneller, oder? Wie spielen die Ninjis das? Let's go. Lass mal Ninjis laden. Jetzt drehe ich gleich wieder durch, weil es so viele sind. Oh, manche gehen auch über die Dinger drüber. Okay, auch interessant. Okay, die meisten gehen rüber. Ha. Huh. Ha. Huh. Ist das wirklich schneller? Ah, man kommt halt nicht, ne? Man kommt halt nicht so zurück. Das ist das Problem. Und ich bin ja jetzt mit der Kugel trotzdem vor den ganzen Ninjis gelandet. Also das, das läuft jetzt gut. Und das wäre jetzt scheiße. Und dann gehe ich hier hoch. Und dann gehe ich hier hoch. Und dann, gehe ich hier durch. Und, nein! Ah, jetzt habe ich gechoked. Und dann gehe... Wait! Wait! Ich kann da rüber. Ich kann da... Warte, das muss ich mir mal anschauen. Ich kann da... Nein, das wollte ich nicht. Egal. Kommt der wieder? Hier kam ein Bullet Bill. Wenn ich den von hier nutzen kann, würde ich mir den Quatsch da ersparen. Weißt du, wie ich meine? Ansonsten sind es lauter winzige Sprünge, die man machen muss. Jetzt sind die da schon vorne. Oi. Nein, ich habe den verpasst. Aber da will ich auf jeden Fall hoch und dann hier und dann... Ah, ich würde... Da bin ich noch zu langsam. Das ist noch viel zu sloppy. Aber hier, wenn ich den mitnehme... Huch! Oder die Kugel. Die Kugel kann ich auch mitnehmen. Krass. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal vor allen Ninjis, die ich aktiviert habe. Das heißt, ich krieg gleich neue. Das ist gut. Okay. Also das ist eine Abkürzung da oben. Die ist wichtig. Die ist wichtig. Holy moly. Das schiebt uns ordentlich nach vorne. Ja. Okay. So, neue Ninjis. Ah, ich weiß nicht, ob... Ah! Jetzt seh ich mich vor lauter Ninjis nicht mehr. Ja, also ich brauche eigentlich nicht die Ninjis zum Gucken. Wir haben die Ninjis gesehen. Ich denke, wir haben eine recht gute Route. Schauen wir mal. Die Frage ist halt, wie gesagt, ich könnte auch natürlich hier rum. Ist das besser? Ist das schneller, da hoch? Könnte halt auch nicht verkehrt sein, ne?
brauche halt irgendwas, was konsistent wird. Was konsistent gut funktioniert, ohne Probleme zu machen. Hopp, 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 hopp. Ja, so weit komme ich ja echt hoch. Dann bin ich hier, dann bin ich hier. Ah, jetzt hätte ich schon darüber gemusst. Das war jetzt schon wieder dumm. Ah, jetzt komme ich aber da direkt hin. Okay. Und dann habe ich noch den hier. Ah, jetzt kommt mir gerade die Kugel da ins Gesicht. Das war ja auch doof. Okay. So. Zack, 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 zack. Hopp. Und jetzt direkt da hoch. Ah, ich will den ja direkt da mitnehmen. Ich bin ja schon dann da. Ich muss dann ja direkt da hoch. Das ist ja nach der Ranke auf der anderen Seite. Das ist schon schneller, oder? Ich glaube, das ist schneller, als die Ranke da hochzuklettern. Ich weiß es nicht. Ah, das war dumm. So, und jetzt kommt der. Und jetzt will ich mit dem gleich wieder darüber. Und dann nehme ich die Kugel. Dann nehme ich die Kugel da mit. Um da hochzuspringen. Sheesh. Hopp. Okay, zack, zack, zack. So, rüber. Und rüber. Und die Kugel hier interessiert mich eigentlich gar nicht. No! Mach ich denn? Rüber. Zack, zack. Darüber. Jetzt einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch. Und dann komme ich dahin. Und dann komme ich hier hin. Und dann komme ich darüber und darüber und darüber. Und dann nehme ich einfach den mit. Okay, das wird eine Sub 30, wenn ich Glück habe, oder? Na, es wird nicht ganz Sub 30. Na, wird nicht Sub 30, aber ist besser. Besser als es von gerade, aber nicht viel. Ist noch nicht so viel Zeit dazu gewonnen jetzt. Wo hole ich noch Sekunden raus? Das ist noch nicht so viel Zeit rausgeholt. Da geht noch mehr. Wo hole ich noch Sekunden raus? Ha. Vielleicht doch so rum. Weil wenn ich, also wenn ich den hier gehe, wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken. Dann könnte ich so. Ah, warte, ich kann auch hier hoch. Oh, das ist besser. Weil dann bin ich ja gleich hier an der Stelle. Dann bin ich gleich hier an der Stelle. Probieren wir das mal. Na, dass ich hier, zack, zack, zack. Und jetzt gleich da hoch. Ja, das ist viel schneller. Zack, zack, zack. Und jetzt nehme ich den mit. Und jetzt... Ah, jetzt habe ich halt das wieder verhauen. Ah! Jetzt habe ich hier gestruggelt. Jetzt habe ich hier gestruggelt. Egal. Das müsste besser sein. Nein! Jetzt habe ich den verhauen. Aber das wäre eine Sekunde oder so hätte ich jetzt schon rausgeholt. Okay. Das ist die schon mal... das heißt, das ist das schon mal der Ansatz. Dann ist das schon mal der Ansatz. Zumindest was hier unten das angeht. Dass wir da... Ja, das ist nicht der Ansatz. Dass wir da nach... links gehen. Und dann direkt so hoch springen. Ich sollte mir, glaube ich, jetzt erstmal in Ruhe die anderen Stellen anschauen. Das bringt überhaupt nichts, da jetzt Hektik zu machen. So. Wie gesagt, dann würde ich jetzt hier hochgehen. Also das auf jeden Fall und den mitnehmen. So. Ah, jetzt, ich wollte es mir anschauen, Menschenskinder. So funktioniert das nicht mit dem Anschauen. Zack, 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 zack. Da muss ich schneller, dass ich die nicht mitnehme. Okay, so. Und dann hier nicht hängen bleiben und dann den mitnehmen. Scheiße. Und dann den mitnehmen.
zack, zack. Das sind lauter kleine, winzige Sprünge, die man sofort ausführen muss. Und dann funktioniert das nämlich auch. Okay, so. Jetzt hänge ich mich daran. Daran und dann da hoch. Und dann... Ach, Mann! Und dann darüber. Aber ist das das Schnellste? Das müssen wir uns jetzt angucken. Okay, also jetzt gehen wir mal wieder runter. Hier komme ich auch irgendwie durch. Hier hoch. Wie komme ich da rein? Was ist mit welchem? Mit dem da. Der da hier schießt, der hilft mir da reinzukommen. Aber will ich auf den warten? Nee, ist ja Quatsch. Der wird garantiert nicht so getimed sein, dass der verlustfrei, dass ich da verlustfrei reinkomme. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. So, das funktioniert schon ganz gut. Wieso ist jetzt die Kugel im Weg? Alter, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Zwar die Kugel im Weg, die war aber sonst nie im Weg. Verstehe ich nicht. Jetzt ist er nicht im Weg, siehst du? Nee, bis ich den ausgelöst habe, nee, das ist kompletter Quatsch. Aber jetzt bin ich deutlich schneller. Naja, 25. Könnten es sub 30 werden jetzt. Ja, gerade so. Aber immer noch nicht wirklich viel rausgeholt. Immer noch nicht wirklich so viel rausgeholt. Ja, jetzt sind wir genau auf dem höchsten Streifen. Ha. Probieren wir halt mal, ob das wirklich... Ah, das kommt mir nicht schneller vor. Das kommt... Nee, das kommt mir nicht... Ich weiß nicht. Jetzt sind es gerade 7 Sekunden da oben gewesen. Und wenn ich mit der Kugel hochgehe... Ja, bin ich schon schneller oben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Theoretisch könnten wir auch mal wieder ein paar Ninjis anmachen. Jetzt haben wir eine relativ gute Zeit. Jetzt dürfen wir auch relativ gute Ninjis sehen. Muss ja nicht gleich die ganze Meute sein. So, das hier muss noch irgendwie viel schneller gehen. Ah, da muss ich noch, also da muss ich noch irgendwann, muss mir noch irgendwas. Wenn die Kugel hier kommt und ich mit der Kugel darüber gehe, schaffe ich das? Wenn ich die Kugel richtig time, kann ich die Kugel so timen, dass ich von der Kugel auf den Bullet Bill oben hinkomme? Ich glaube nicht. Aber das wäre natürlich wild. Ah, scheiße. Das wäre natürlich wild. Na, jetzt schießt er die hoch. Aber nee, bis ich da oben... Nee, bis die Kugel da ist. Nee. Nee, keine Chance. Die ist jetzt nicht mal mehr im Dings. 24. Wird wieder eine bessere Zeit. Ein bisschen besser. Aber alles noch nicht. Der Weisheit letzter Schluss. Aber naja, 28. Es wird stetig besser. Immer so ein Sekündchen. Es wird stetig besser. Ja, 5198. Platz. Es ist schon keine schlechte Zeit, die wir hier gerade haben, aber... Irgendwo muss noch ein kleiner Knackpunkt sein. Ach, Mann! Und mein Skill, der fehlt noch. Irgendwo muss noch ein kleiner Knackpunkt sein, wo man noch ein bisschen was rausholen kann. Wie kommen die bis 25? Das sind ja doch mal 3 Sekunden. Das ist nicht nur ein bisschen schneller springen. Da ist noch irgendwo was, was ich rausholen kann. Wenn es nur so ein kleiner Sprung ist, keine Ahnung. Oh, das ist halt doch wirklich die Technik.
Ich denke, wir belassen es dabei, oder? Würde jetzt wieder so viel Zeit kosten, das jetzt noch zu perfektionieren. Ich bin zufrieden. Ich werde wieder im Goldbereich sein. Ich müsste meine 3 Sterne haben. Ja, lassen wir es dabei. Okay. Haben wir uns hier eigentlich schon abgeholt? Haben wir schon abgeholt. Naja, okay, passt. Passt, passt, passt. So, dann gucken wir mal kurz, was hier alles Neues passiert ist. Ich wollte jetzt nicht einzeln da durch, ich wollte hier hin. So. Also, oje, oje. Oje, oje, oje. Da sind wir. Da ist mal wieder eine Fahne. Okay, er hat natürlich ganz viele Carefree Clear Conditions hochgeladen. Rage of Mighty Skystones. Okay, von Frank. Die Song von Ermit müssen wir auch irgendwann mal spielen. Der baut ziemlich cooles Zeug. Irgendwann muss ich mal die ganzen Level von ihm durchzocken. Rasierer, I wanna see you running. Oh, das ist von Hübis Contest. Das habe ich gesehen. Das ist cool. Das zeige ich euch einfach kurz. Falls ihr Now You See Me den Film kennt, beziehungsweise die Filmreihe, es sind ja 2 Filme. Das ist so auch so ein bisschen angelehnt an so, ja, an so mystisches, magisches. Und ich fand es ziemlich cool, als ich es gesehen habe. Na, also er macht hier viel mit Dunkelheit. Und man muss hier so ein bisschen so kleine Rätsel lösen. Da muss ich jetzt aufpassen. So. Da kommt ein Geist. Und hier unten ist so eine Schrift. Da steht jetzt Now you don't. No? Und das muss zu Now you see me werden. Und wie er das geschafft hat, das ist ganz cool überlegt, muss ich sagen. So, ich muss nur aufpassen, man kann ja auch sterben. Das würde ich jetzt ungerne. Also ich kenne das Level schon, ne? Deswegen. Aber ich weiß trotzdem nicht mehr, wo ich lang muss. So, also es ist relativ linear. Es ist relativ linear. Man hat eigentlich nicht allzu viele Möglichkeiten, verschieden zu laufen. Da ist nämlich der Schlüssel. Jetzt müssen wir zurück. Die Tür haben wir ja schon gesehen. Zack. So. Und irgendwo kam da jetzt. War das hier? Genau, hier sind P-Switch-Blöcke in der Röhre und wenn man den P-Switch jetzt auslöst, dann haut's da so einen Hund runter. Aber man kann hier hoch und ist da safe. Das muss man aber erstmal wissen. Natürlich stirbt man da sonst erstmal, ist klar. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt muss ich rennen. Und zwar da rein. Und wenn man es weiß, dann stirbt man da nicht. Insofern, wie gesagt, jetzt ich kenne halt das Level. Und jetzt sind nämlich die On-Off-Blöcke anders. Und wenn man jetzt hier durch die Tür geht, die hier am Anfang war. Vorsicht nochmal vor der Pflanze. Dann ist jetzt nämlich der Schriftzug verdeckt, dadurch, dass die On-Off-Blöcke anders sind. Na, jetzt ist nämlich Now You Do und das NT ist weg und jetzt steht hier Now You Do See Me. Und damit hat man das Level geschafft. Was jetzt noch kommt, ist ein Musikabschnitt. Er hat hier versucht, das Hauptthema von Now You See Me. Ich überlege die ganze Zeit, wie der Film auf Deutsch heißt. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf, wie er auf Deutsch heißt. Da heißt er nämlich ein bisschen anders. Warum auch immer die den komplett geändert haben. Den Titel, Namen. Ich komme nicht drauf. Egal. Jedenfalls cooler Film.
cooles Level. Sehr schön. Und das sollte das Hauptthema sein. Es ist recht schwer, dieses Hauptthema zu porten ordentlich. Also, ja. Man hat es nicht so genau rausgehört, aber wenn man es kennt, dann hört man es ein bisschen schon raus. So. Das jetzt ganz kurz, weil ich es gerade gesehen habe. Das hat noch reingepasst hier ins Video. Devori hat auch was hochgeladen. The Circuit Hamsterways. Secondary Circuit Speedrun. Nochmal von Devori. Nochmal Frank. Factors hat irgendwas hochgeladen. I wanna use the ability VVVVV von Rasierer wieder. I wanna go each way for Metroid von Rasierer. Oh Gott, ganz viele I wanna von Rasierer. Willst du mich verall... Oh mein Gott, das können wir gleich noch machen. Septet for the Dead Princess, Tohu. Spiny Shenanigans von Frank. I wanna... Alter, Rasierer, wie viel I wanna hast du gemacht? Und Battle Arena Dinger, okay. Uff. Und das sind ja alles I-Wanna, das heißt, die sind alle schwer. Boah, was mache ich denn da? Hilfe. Wir spielen jetzt aber noch schnell Septet for the Dead Princess. Das ist cool. Oh, es ist sogar schwierig. Okay, also ein großartiges Lied. Das kriegen wir noch rein hier. Let's go. Oh, fuck. Das ist ein schwerer Sprung. Ah, das ist voll gut, ne? Der Devori macht so geile Sounds, Soundtracks. Alter. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, grad so. Oh, grad so. Uff. Checkpoint, komm schon. Nein. Kein Checkpoint. Da wäre es wieder zu Ende gewesen. Also nochmal von oben. Ah, Mist. Diesmal bin ich hier ein bisschen besser aufgestellt gewesen. Wenn man es weiß, kommt man klar. Warum sammle ich das Geld überhaupt ein? Ich brauch's nicht. Wir sind in keinem Endless. Oh, aber die Stelle ist ja fies. Da muss man ja richtig schnell sein. Und richtig aufpassen. Oh, das war knapp. Ich muss rausspringen. Nein, und dann ist es der SND wie vorhin auch. Nein, bin ich doof. Na, das ist das gleiche Ende wie hier. Das ist der gleiche Raum. Schneller! Und jetzt kann ich hier unten nämlich durch. Checkpoint. Komm schon. Komm schon. Checkpoint. Oh no. Devori, bitte kill mich nicht noch. Okay, es ist nur ein Abschnitt gewesen. Nichts Schlimmes. Checkpoint. Jetzt dreht aber richtig am Rad hier. Huiuiuiuiuiuiui. Das war ein Sprung. Den möchte ich bitte nicht nochmal machen müssen. Oh Gott. Puh. Okay, er kündigt an, wo die kommen. Wo ich schießen muss. Gut. Weg damit, weg damit, weg damit. Das sieht gut aus.
Ach, da ist das Ziel. Jetzt sehe ich es auch. Boah, das war krass. Und richtig schön wieder geportet. Ach, dir Worry. Du machst tolle Musik. Level. Gut. Da war doch für jeden was dabei in dem Part. Ein Inchi-Speedrun, ein Musiklevel. Und, ein Rätsellevel. Ja, was war? Ich habe Angst vor den Rasierer-Level. Ich denke, wir gucken jeweils in die Rasierer-Level rein und entscheiden dann, machbar oder nicht machbar. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt nicht ganz lange Parts, ganz viele Parts daran aufhalten. Außer sie wirken wirklich machbar und ich habe Spaß dran, dann ist es was anderes. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.